Vor Inbuilding, circa vor 4 Jahren, habe ich gedacht, dass Periodenschmerzen ganz normal sind. Dass alle Frauen oder fast alle Frauen daran leiden und dass es nicht umsonst in den Apotheken so viele Schmerzmittel gibt und dass es auch eine gute Idee ist, den Frauen extra einen Tag frei pro Monat zu geben, weil diese Schmerzen auch bei mir, sie waren einfach unerträglich. Allerdings sind Periodenschmerzen keine normale Sache. Das ist ein Symptom von ganz vielen schlimmeren Problemen. Zum Beispiel von der Endometriose, von den Neubildungen in der Gebärmutter, zum Beispiel von den Myomen. Oder einfach von der Verspannung der Gebärmutter. Die Frauen, die an Periodenschmerzen leiden, haben oft auch andere Probleme, die mit Mangel der Bewegung und Mangel der Entspannung, und das sind zwei Seiten von der gleichen Medaille, leiden. Und deswegen sind meistens die Übungen für das Intimbereich auf Dauer nachhaltig so wirksam auch gegen die Periodenschmerzen. Selbstverständlich ergänzt mit der gesunden Ernährung, in erster Linie Magnesium, Omega-3 und einigen anderen Nährstoffen. Aber jetzt geht es um die Durchblutung und um die Reinigung der Zellen im Intimbereich. Natürlich mit Inbuilding kannst du dieses Thema sehr, sehr effizient eingehen, aber bis dahin eine leichte Übung, die kommt aus Peru und wird dir, wenn du sie regelmäßig ausführst, bestimmt eine Erleichterung bringen. Wir liegen auf dem Boden, auf der Matte, auf dem Bett und strecken uns, ja, Füße in eine Richtung, Hände in die andere Richtung. Jetzt positioniere ich meinen Fuß in die Leiste oder so viel es klappt, vielleicht ein bisschen tiefer, ja, je nachdem, wie viel Yoga du machst. Und ich fange an, mit Schwung mein Becken zu öffnen. Ich erreiche mit der Knie den Boden und komme zurück mit Schwung und ziehe mich gleichzeitig nach oben und unten. Die Bewegungen sind ganz, ganz schnell und locker. Mein Beckenboden ist jetzt locker, meine Vaginalmuskulatur ist locker. Ich bewege mich hauptsächlich durch den Schwung und ich massiere mir mein Beckenknochenbereich, meine Pobacken, und ich sorge dafür, dass die Zellen in meinem Becken besser gereinigt und durchblutet werden. Unter anderem natürlich die Gebärmutter. Zwei, drei Minuten für beide Beine. Andere Seite, ja, das Gleiche. Wir beugen die Knie. Positionieren den Fuß so, wie es gerade gut ist und gehen rechts zurück, nach rechts zurück und ziehen uns in die Länge. In Peru gehört es zu der Frauengymnastik und dort in Lateinamerika sind die Frauen richtig gute Liebhaberinnen, habe ich zumindest gehört von den peruanischen Männern, die leider ihre Frauen mit uns nicht zu unseren Gunsten vergleichen. Okay, wir werden noch der ganzen Welt zeigen, weil was alles möglich ist. Bitte, wenn dir was wehtut, zeig dir den Körper, dass da ein Bedarf ist für die Veränderung. Bitte höre den schlechten Signalen schon, damit dein Körper keine Stärke dir schenken soll. Kümmere dich um deinen Hormonhaushalt, um deine weibliche Gesundheit. Und so weiter. Jetzt strecke ich beide Beine, schüttle ein bisschen mein Becken. Und selbstverständlich, alle anderen Übungen von meinem YouTube-Kanal ergänzen sich. Und noch effektiver kannst du das Thema angehen, wenn du mit den Geräten trainierst. Ich freue mich auf dich in meinen Kursen. Alles Liebe!